Hey, ja, meine Lieben, es ist wieder Pizza-Time. Eigentlich nicht unbedingt geplant, aber ihr habt mich im Livestream so dermaßen damit aufgezogen, geärgert, dass ich selber so richtig Bock drauf bekommen habe. Ja, dann habe ich natürlich geschaut, was ich da habe und mich entschlossen, eine Pizza mit Spinat, Spiegelei und Bacon zu machen. Ja, das habe ich nämlich da. Und ja, die Pizzasoße, die wird auf die Schnelle zusammengemurkst, gebastelt. Ja, dazu gehen wir rüber in meine kleine, aber feine Küche im Rückblick nach gestern, wo ich den Teig vorbereitet habe. Und dann geht bei jetzt, hier und heute weiter. Tja, nachdem er mich jetzt so lang im Livestream genervt hat, mache jetzt tatsächlich heute noch einen Pizzateig, aber nur eine kleine Menge. Und zwar mit 200 Gramm Mehl. Bin ja gespannt, ob das Rezept von Matteo Rose runtergerechnet dieses Mal hinhaut. Nachdem er es ja damals dann korrekt geschrieben hatte. Mann, wie viel sind denn 200 Gramm? Das ist ja fast schon wieder viel zu viel für mich heute. Morgen, übermorgen. Ja, noch weiter runterrechnen kann ich das ja gar nicht. Sonst lohnt sich das absolut ja gar nicht. (175), (180), (185), (188), (191), (193), (196), (197), 201 Gramm. So. Moment, der Pufferrohr. So. Dann habe ich mir ausgerechnet. Ich mache das jetzt aber ein bisschen anders, so wie ich mir das wieder mal vorstelle. Brauchen wir insgesamt 120 Gramm Wasser. Wie mache ich das jetzt? Genau, ich stelle das mal hier runter. Nein. So. Bin ich gut, exakt 120 Gramm. Salz. Also wie man die Waage zurücksetzt, weiß ich auch nicht. 20 Gramm Salz, 20 Gramm Salz. Hier außen rum hin. Quatsch, 4 Gramm. Jetzt habe ich schon 5 Gramm drin. Passt. 20 Gramm Salz wäre auf ein Kilo. Ha, Trockenhefe nehme ich jetzt etwas mehr als im Rezept steht. Schauen wir mal, ob wir da 1 Gramm schaffen zum Abwiegen. So, das sollte reichen. Ach komm, ein bisschen mehr Hefe sollte nicht schaden. Und dann
im Wasser weggelassen hat in seinem Rezept, ist er Zucker. Also ich weiß, eine Prise Zucker, dass das förderlich ist für die Hefe. Gut, mehr nicht. Deswegen haue ich eine kleine Prise rein. Die meisten sagen, in einem Pizzateig gehört kein Zucker, aber Zucker ist genauso ein Geschmacksverstärker. Was schwimmt mir hier für ein Satz drin rum? Pfui Teufel. Muss ich nochmal das Wasser neu abwiegen? Mann, für was habe ich den Wasserfilter? So, nochmal. Wie viel habe ich gesagt? 120. Noch ein Achtel Liter. So, dann brauche ich ja die Waage nicht mehr. So. Hier ein bisschen Wasser rein. Und rühren da drin die Hefe auf. Mit dem Zucker. Ein bisschen Mehl. Wir machen uns hier sozusagen den Vorteig drin. Den lassen wir jetzt ja, dreiviertel Stunde stehen und dann geht's weiter. Tja, weiter geht's. Ja, das, vom Vorteig her sieht es mal gar nicht so übel aus. Ja, und heute ohne Küchenmaschine. Wisst ihr, was ich noch vergessen habe? Olivenöl kommt ja auch noch rein. Also brauche ich die Waage doch nochmal bei ca. 8 Gramm Olivenöl. Also mit der Hand kneten tue ich nachher erst. Sprich, wenn ich das Olivenöl dazu getan habe. Aber ich glaube, das kommt jetzt auch gleich. Was? Ja. Ganz so klebrig wie der letzte ist er schon mal nicht. Da brauche ich jetzt doch noch mal die Waage. Mehr, Schluck weniger. Ja, haben wir 8 Gramm erwischt. Tja, und dann greife ich rein in den Pump und tue mit der Hand komplett fertig kneten. Das mache ich jetzt am besten in Ruhe vom PC. Und dann müsst ihr mir jetzt nicht eine Viertelstunde, 20 Minuten zuschauen. Weil so lange werde ich jetzt den Teig wirklich durchwageln. Ne, keine gute Idee. In der Schüssel und am PC. Ich knete es jetzt doch lieber hier weiter. Ein bisschen
bisschen Mehl muss ich auf alle Fälle noch dazu geben. Der klebt noch extrem. So. Warum schmeiße ich schon wieder alles runter? Ich glaube, das reicht sogar schon an Mehl, was ich da drauf gestreut habe. Ja, und so wagle ich jetzt halt den Teig noch ein bisschen durch. Lass nebenbei die Glotze laufen. Und euch hole ich so in 10 Minuten, sollten es noch sein, wieder hinzu. Das reicht. Tja. Und so lasse ich jetzt den Teig im Kühlschrank dahin gehen, dahin ziehen, bis irgendwann morgen oder übermorgen. Schauen wir mal, bis wann ich dazu komme, die Pizza weiterzumachen.